Jeder Sammler kennt es und jeder Sammler hasst es. Dinge, die ausverkauft sind und deswegen zu überteuerten Preisen verscherbelt werden. Und glücklicherweise, durch die Mitwirkung des Zolls, können wir dieselbe Erfahrung jetzt auch dann haben, wenn wir die Dinge nicht erst dann kaufen, wenn sie schon ausverkauft sind, sondern wenn wir sie ganz regulär bei Zavi vorbestellen. Danke für nichts. Denn der Zoll hat ja nicht nur diese nette Kleinigkeit, dass er mir auf ein Steelbook von Zavi, das 33,99 kostet, gleich 6,80 € draufhaut. Nein, wir haben dann auch noch 10 Euro Zollentstellungsgeld, wo nicht einmal der Zoll und die Post mir klare Angaben geben können, für wen dieses Geld jetzt dann eigentlich wirklich ist. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich das eigentlich nicht bezahlen möchte für einen Service, den ich eigentlich nicht einmal will. Service. Naja, aber nachdem ich jetzt bereits mit den Star Wars Deals angefangen habe, werde ich die auch fertig machen müssen, egal ob jetzt 9 oder 11 davon erscheinen. Ich weiß es gar nicht, was da der Plan von... Irgendwie ist das irgendwie gerade cool, dass mein Kopf genau in der Maske von Darth Vader ist. Anyways, das ist halt trotzdem was, was man als Sammler leider da irgendwie in Kauf nehmen muss, obwohl man sich natürlich brutal abgezockt fühlt und das Ganze absolut nicht in Ordnung findet. Vor allem, wenn man dann... beim Zollentscheid von dieser Sendung von Zavi, die ja schon seit jeher von den Guernseys, von den Jersey-Inseln aus Guernsey eben geliefert werden, die eigentlich immer bereits zum United Kingdom gehört haben, aber nie zur EU. Das heißt, eigentlich hätte man da immer schon Zoll zahlen müssen, aber das hat offensichtlich glücklicherweise dort niemand gewusst. Aber was Jersey in dem Fall wirklich ist, wissen sie offensichtlich jetzt immer noch nicht, weil bei einer Lieferung, die ich jetzt bekommen habe, stand hier Versender US. Und nicht nur aus US, das Ding kommt von einer sogenannten Po-Box. Ja, und damit wissen wir auch gleich, wohin sich dieses Teil wieder hinschieben können. Ganz im Ernst, der einzige Po-Box ist offensichtlich der Typ, der nicht weiß, was er da eigentlich gerade verzollt, aber... keine Sorge, das hat noch ein Nachspiel. Anyways, ich habe hier jetzt einmal das Steelbook von Star Wars The Empire Strikes Back vor mir. Und was ich ehrlich gesagt bei diesem Cover-Artwork von dem Zavi Steelbook nicht ganz nachvollziehen kann, ist, nachdem ich ja vor einiger Zeit hier im Sammlungsupdate bereits das allererste Star Wars Steelbook von Zavi vorgestellt habe und das eigentlich relativ wunderschön, das ich glaube von Drew Struzan gezeichnete Poster-Artwork gehabt hat, und auch das Steelbook von Return of the Jedi, das ich euch im Bälde zeigen werde, ebenfalls das klassische Poster-Motiv hat, warum das bei The Empire Strikes Back nicht verwendet wurde und man stattdessen diese absolut gähnende Leere hier auf dem Frontcover hat. Aber bevor wir uns damit näher beschäftigen, zuerst einmal ein kurzer Blick auf das Steelbook an sich, beziehungsweise den Quarterslip, wo das Ganze drinsteckt. Wir bekommen auch in diesem Fall wieder eine 3-Disc-Edition mit der 4K-Blu-Ray, der Standard-Blu-Ray und einer Bonus-Blu-Ray. Außerdem das Ganze sehr, sehr schön einheitlich hier eben auf dem Spine dargestellt. Ich habe das allererste Steelbook leider momentan nicht mehr bei mir, aber ich glaube, es reicht schon einmal allein zu zeigen, dass die Episoden 5 und 6 hier absolut perfekt einheitlich nebeneinander aussehen im Regal und dass wir dann einen Blick auf das Backcover werfen können, wo wir einerseits eine ganz kurze Inhaltsangabe zu dem Film bekommen, ein paar technische Details und Informationen rund ums Bonusmaterial, aber was natürlich für die meisten von euch interessant sein dürfte, ja, auch dieser Film bietet auf der 4K Blu-ray deutschen Ton, auf der Standard Blu-ray, aber zumindest laut der Backcover-Angabe dann nicht. Entfernen wir einmal das ganze Ding aus dem Quarterslip und wir können auf das eigentliche Steelbook-Cover-Artwork blicken, das mich persönlich in diesem Fall wirklich tatsächlich überhaupt nicht begeistert. Es ist einfach der fliegende, geköpfte Kopf von Darth Vader, der offensichtlich im Weltall herumtreibt. Ich weiß nicht, ob er da unten irgendwelche Booster installiert hat, die gerade ein bisschen laufen, beziehungsweise warum ein Teil von seiner Maske oben ein bisschen überstrahlt. Es könnte sein, dass es die direkte Sonneneinstrahlung ist, wobei ich mir auch denke, dass der Grafiker, der vielleicht sich für dieses Design verantwortlich zeigt, auch ein bisschen zu viel direkte Sonneneinstrahlung kassiert hat. Aber wir haben eben auch hier, wie bereits beim Steelbook von A New Hope, natürlich diesen kleinen Rahmen-Look, der das ganze Cover quasi ein bisschen einrahmt. Auch hier sehr schön unten, sehr dezent nur den Star Wars-Schriftzug, damit eben wirklich möglichst viel Platz für das eigentliche Cover-Artwork zur Verfügung stellt, was in dem Fall aber nicht unbedingt was ist, was ich so toll finde.
Hier. Aber wir schauen jetzt dann einmal quasi über den Spine auf das Backcover. Da wartet Master Yoda auf uns. Das ist halt was, was ich persönlich immer ein bisschen schade finde, aber eben gerade bei Episode 4 und 6 ein bisschen deutlicher zum Tragen kommt, dass man eben dort die gezeichneten Frontcover-Artworks hat und trotzdem dann irgendwelche Szenenbilder und fotografierte Bilder auf dem Backcover. Hier ist das nicht ganz so ein großes Stilbuch. Vor allem, was mir persönlich hier ganz gut gefällt, ist, dass die Druckqualität von Master Yoda, der hier offensichtlich auch in seiner richtigen Version vorliegt, eigentlich relativ schön aussieht und wir natürlich eben auch hier passend so diese metallische Einrahmung mit dem Steelbook-Effekt haben, sodass das Ganze im Endeffekt, finde ich, eigentlich ganz gut und passend hier aussieht. Schauen wir einmal nach innen. Da warten eben, wie bereits erwähnt, die drei Discs auf uns. Neben auf der einen Seite haben wir die Standard Blu-ray mit dem Film The Empire Strikes Back. Dann bekommen wir die 4K Blu-ray mit eben demselben Film und dann eine Bonus Blu-ray, wo ich es eigentlich irgendwie ganz cool finde, dass man eben auch da tatsächlich ein Behind-the-Scenes-Bild auf der Disc hat und das Ganze auch irgendwie zur Abgrenzung in Schwarz-Weiß gehalten wird. Irgendwie ein cooler Einfall. Außerdem natürlich von der bekannten Schlacht auf Hoth, die man ja dank Star Wars Battlefront auch schon selber das ein oder andere Mal nachspielen hat können. Eine wirklich coole Szene, wo die, ich glaube, sie sollen AT-AT heißen und nicht AT-AT, obwohl ich diesen Namen eigentlich viel cooler finde, wo man das Ganze aber ebenfalls ein bisschen eher in schwarz-weiß-artigem Look hat, wobei ich jetzt gar nicht wirklich direkt sagen kann, ob das per se gemachtes Schwarz-Weiß ist oder eben halt einfach, weil es, well, der Schnee Planet ist und da nicht wahnsinnig viele Farben vorherrschen. Aber mich persönlich beeindruckt das Innenartwork von diesem Steelbook jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich wahnsinnig. Es ist eigentlich ein ziemlich standardmäßiges Steelbook. Für mich war es so die ziemliche Entscheidung. Ich habe mir damals diese Skywalker Collection als 4K Blu-ray Box nicht vorbestellt, habe mich eben dann tatsächlich für die Steelbooks entschieden, damit ich nämlich eben nicht einen Release habe, sondern eben quasi gleich 9 beziehungsweise 11, je nachdem, ob sie Rogue One und Solo auch noch dazu haben. Aber sieht irgendwie alles in dem Fall von The Empire Strikes Back meiner Meinung nach sehr durchschnittlich aus, aber wenn du dann nicht meiner Meinung bist, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn du mir das in den Kommentaren mitteilst.